Okay, das wäre dann auch mal erledigt. Das war jetzt wirklich der schnellste Stern bis jetzt. 23 haben wir schon. Ja, wenn es so schnell weitergeht. Neue Galaxie entdeckt in der Küche. Ich könnte mir mal da hingehen. Da ist ja sowieso noch dieser Luma. Ich glaube, den will ich zuerst mal machen. Sofern ich genug... Ja, ich glaube, ich müsste genug Sternteile haben, um ihn durchzufüttern. Und wollen wir mal gucken. Weil dann gibt es auch ein neues Level mit dem guten Mann. Ja. Gut, auf jeden Fall hier drin ist halt das Zimmer, wo man halt diese lückenhafte Geschichte erzählt bekommt. Also da will ich, glaube ich, erst ganz am Ende vom Spiel reingehen. Es gibt noch einen anderen Weg hier hochzulaufen. Und zwar einfach hier am Bücherregal hochjumpen. Und dann ist man auch schon ziemlich, ich würde sagen, sogar schneller da. Na, was geht, mein fetter Kumpel? Mann, ja, ich weiß. 125, gut. Da, bitteschön. Verwandlung! Und er verwandelt sich tatsächlich in einen coolen neuen Planeten. Nee, eine Galaxie, kein Planet. Das ist ein riesiger Unterschied. Auf jeden Fall fliegen wir jetzt trotzdem irgendwie dahin. Und machen Ausbruch der Riesenale. Tränengalaxie, okay. Mal sehen. Oh Mann, okay, die rasten gerade voll aus. Wir müssen da wahrscheinlich hertauchen. Und da ist ein alter Pinguin. Und es sieht aus, als hätte er ein Problem. Ich meine, der kratzt sich die ganze Zeit an seinem Bart. Wow, okay, wie lange fliege ich denn hier einmal kurz rum? Alles klar, mein Freund, was willst du? Nein, nicht du! Ach so, er hat seine Zähne verloren, kann nicht richtig sprechen. Ach, deswegen kann ich auch nicht mit ihm persönlich reden, oder? Seit diese Riesenale aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Gut. Kann ich nicht die Aale besiegen? Gut, ich würde sagen, ich gehe ins Wasser mit einer Koopa Shell. Also die Sache ist ähnlich wie bei Super Mario World. Und zwar, sobald ich eine Koopa Shell in der Hand halte, bin ich schneller im Wasser unterwegs, weil das Ding irgendwie wie ein Motorboot oder so funktioniert. Ich meine, es hat sogar einen eigenen Scheinwerfer und ich kann damit sogar bremsen, wenn ich auf Z drücke. Es hat sogar Bremslicht, also geht ganz schön... Ach du Scheiße. Okay, ich habe ihn auch erwischt. Das ist doch ein Kompromiss. Aber was ist noch... Also was noch interessanter ist, aber das sage ich euch gleich, weil jetzt habe ich gerade nämlich noch was anderes entdeckt. Und zwar eine Schatztruhe, die ich auch damit aufschlagen kann. Da. Da ist ein Kugelfisch. Das ist ja eine nette Überraschung. Und dann werde ich nochmal gecrashed. Und Torpedo-Tets. Oh Mann, auch eine der meistgehasstesten Gegner auch aus Super Mario World. Erstmal nehme ich mir ein bisschen Luft. Und dann wollte ich euch eigentlich noch eine tolle Geschichte erzählen. Und zwar gibt es ja auch rote Koopa Shells. Ah, darüber habe ich auch schon mal... Die gab es auch schon mal vorher, ne? Die sind ja zielgesteuert. Das habe ich auch schon mal erzählt. Gut, wir hauen den einfach mal. Seht ihr, weil es daneben ging? Wenn ich das jetzt auf ihn werfe, dann müsste es eigentlich auf jeden Fall treffen, denke ich. Da, bam, perfekt. So, die roten sind auf jeden Fall die besten. Wie viele Aale gibt es denn jetzt noch? Also einen sehe ich auf jeden Fall. Autsch. Ich würde aber auch gerne die Schatztruhen öffnen. Wo immer Kugelfisch drin sind, das ist ja voll lahm. Als ob es nicht irgendwo was Besseres gibt. Ich wette, in irgendeiner Schatztruhe ist irgendwas Gutes drin. Gib mir mal, bevor der Torpedo-Ted hier vollkommen ausrüstet. So, ich verfolge den mal darunter. Treffe ich ihn jetzt von hier. Es wäre einfacher, wenn er mir entgegenkommt. Aber so habe ich ihn auch erwischt. Gut. Das war's. Das war's. Sehr gut. Und beim Schiff wartet der Stern auf mich. Jetzt muss ich nur irgendwie zum Schiff hinfinden. Am besten eine Koopa Shell, dann geht das auch viel schneller. Und da bin ich auch schon. Und... Ja. Nicht dran vorbei, sondern so. Zum Glück gibt es Bremsen. Das ist wirklich nützlich. Ich glaube, das wusste ich auch früher gar nicht, dass man bremsen kann auf Z. Gut, das hätten wir geschafft. Wobei, die haben gesagt, die haben die Zähne von dem geklaut und wir haben denen eigentlich gar nicht mal geholfen. Wir haben einfach nur einen Stern geholt und tschüss, sind wieder weg. Und Galaxie komplett. Das heißt, es gibt auch keine zweite Mission oder so. Im Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Seht ihr, davon habe ich geredet, weil jetzt zum Beispiel besteht die Geschichte jetzt aus zwei Kapiteln oder so, oder zwei kleinen Geschichten. Also eine Geschichte, die ich ja zusammenfüge. Aber es ist ja auch irgendwie nervig, da jedes Mal reinzugehen und sich ein kleines Stück anzuhören. Deswegen mache ich das auf meine coole Masche. Und meine coole Masche ist einfach Levels machen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Gut, hey, was mit dir? Eben war ja noch der Fetti hier. Willst du reisen? Ach so, nein.
Der ersetzt ihn so gesehen. Nee, da war ich ja schon. Da brauche ich nicht mehr hin. Aber dafür, was ist denn jetzt? Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Kann ich zu Bowser? Ich glaube, ich kann zu Bowser, wenn er das sagt. Da. Okay, wir haben 23. Wir haben 24. Wir brauchen 23. Was ist hier mit? Okay, egal. Bowser Juniors Schifffabrik. Also Bowser Juniors diesmal wieder dran mit Terror machen. Und er hat eine ganze Schiffsfabrik. Eine Fabrik mit Schiffen. Überlegt euch das mal. Verjage Bowsers Armada. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Oh Mann, das sind ganz schön viele Dinger. Wie komme ich da rüber? Mit so einer Plattform anscheinend. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, also erstmal auf irgendeinem landen. Und hier sind über diese Viecher. Die töte ich einfach. Boah, und ich will sagen, ne, die Musik, die ist so schön. Die klassische Bowsers Luftschiff-Melodie aus Mario Bros. 3 gibt es hier immer noch. Ich will die jetzt erstmal töten hier. Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Das finde ich jetzt gar nicht so geil. Ich springe einfach drauf, hol mir meine Münze, damit ich auf Full Life bin und tschüss. Und jetzt geht's in der Kanone rein. Und da muss ich wahrscheinlich hier durchziehen. Okay, Moment. Etwa so. Oh, das war ganz schön knapp, aber geschafft. Und dann muss ich hier hoch? Oder das sieht irgendwie gar nicht mal richtig aus hier. Ich glaube, ich muss in die nächste Kanone einfach. Nein, nicht so. Ich will einfach nur runter, Mann. Bitte holt mich hier runter. Alles klar, das wäre geschafft. Hier sind so komische Mülltonnen oder was das da hinten sein soll. Ich glaube, die kann man gar nicht mehr töten. Ich gehe einfach mal an allen frech vorbei jetzt. Einfach an das nächste Teil dran. Gut, da oben ist noch so ein Ding, aber im Prinzip bringt ihr mir auch gar nichts. Der Typ, der bietet mir... Haben wir den schon mal gesehen jemals? Der ist ja eigentlich voll oft da. Also man kann für 30 Sternteile entweder immer ein Leben oder ein Ding, ja, wer ist das, so ein Sechserpilz kaufen, wenn man 6 Lebensbalken hat, aber ich habe nicht mal genug Sternteile für sowas. Wir können ja gucken, ob wir noch welche zusammenkriegen, aber ansonsten glaube ich, kann ich auch drauf scheißen. Ich bin sowieso schon ziemlich cool ohne 6 Stück. Das reicht sogar tatsächlich gar nicht. Voll schlecht. Und wenn ich die jetzt töte, so... Ah, seht ihr, dann geht das doch. Ich glaube, ja. Ich meine, jetzt habe ich mir schon die Mühe gemacht, jetzt kaufe ich mir eins. So, ich glaube, ich würde mir niemals ein Leben kaufen. Das ist irgendwie ein bisschen unnötig. Aber das Lebensteil, also dieses du hast mehr Kraftteil, das meine ich, das hat eigentlich schon eher einen Zweck. So, jetzt haben wir 6 Kraftbalken. Und wahrscheinlich muss ich den Hebel drücken und dann fährt das Ding einfach los. Wow, schneller als ich dachte. Ich dachte, er würde viel langsamer unterwegs sein. Oh. Okay, zum Glück bin ich ja nicht runtergefallen direkt. So, hier mal schön aufpassen. Am besten springe ich dann einfach immer. Ey, ich wollte schütteln. Scheiße. Gut, jetzt noch einen Balken verlieren und dann ist der Pilz vollkommen umsonst gewesen. Gut, wir haben einen Kamek getötet. Das ist schon mal eine gute Sache. Und da sind... Oh, ein Boss. Da, also nicht ein Boss, sondern dieser Boss. Du gehst wohl nie auf. Da muss ich dich eben persönlich pfalzen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch, ihn zu erbeuten. Okay, also als allererstes mal... Oh, Mann. Ich wollte mir diese Münzen hier holen. Ach, ich hasse es. Es ist so schlecht. Egal, ich schaff das auch so. Ich hau einfach ein paar Dinger dagegen. Also das ist eigentlich ein ganz schön schlechtes Luftschiff, wenn es noch nicht mal Koopa-Shells abwehren kann. Ja, und einfach... Oh, okay. Der Laser, da wehrt es ganz schön ab. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Treffer der braucht. Mal gucken. Oh, okay, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt nicht einen Koopa mit dem anderen zerstören. Das Nervige ist jetzt dieser Kamek. Ich glaube, den töte ich einfach mal vorher. Großer. Na, stopp. Blöde ist, er hinterlässt eine Münze, aber die fällt immer irgendwie in Abgrund runter. Gut, ich glaube... Was? Das war's schon.
Ich dachte drei Hits? Nee, das ist zu einfach für drei. Okay, ich nehme zurück. Er rastet nur aus nach drei Hits. Das wäre wirklich zu einfach gewesen, denke ich. Für dreimal. Ich denke mal, sechsmal müssen es so sein. Ich meine, jetzt steht ja auch gerade. Das heißt, er ist jetzt schwerer zu treffen. Und das war es jetzt wirklich, ne? Fünf Hits also. Tschüss, er verschwindet im Nix. Und ich kriege meinen großen Stern. Ich glaube, wenn ich jetzt noch hier an die Seiten gehe, dann finde ich hier noch ein paar tolle Sachen. Zum Beispiel einen Goomba, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und auf der anderen Seite, da ist ein Leben. Aber da braucht man einen Bullet Bill, um den aufzuhauen. Also habe ich eigentlich nichts verloren. Und hol mir direkt da erstmal den fetten Stern. Nummer 3, oder? Oder ist das Nummer 4? Ich bin mir gar nicht sicher, weil die allererste Mission war schon ein großer Stern. Ich glaube, dann ist der vierte große Stern schon. Weil, ja. Glaub schon. Gut, er bam, haut sich da rein und das Ding wird blau und größer. Und damit passiert jetzt Folgendes. Da hinten eine neue Welt. Und Mario posiert wieder cool, weil Mario cool ist. Gut, die Galaxie haben wir komplett. Und eine neue Galaxie im Schlafzimmer. Unser neuer Bereich. Wahrscheinlich erzählt ihm jetzt einen noch hier. Oh, dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln des unteren Stockwerks alle angesprungen. Klar, sobald die Maschinen im Maschinenraum im obersten Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternwarte des Kometen wieder als Sternschiff fungieren können. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können, wo die kostbare Person auf dich wartet. Ja, okay. Wir speichern mit Vergnügen ab. Und dann würde ich sagen, ich gehe da zurück rein. Und zeige euch erstmal, wo die neue Galaxie ist. Und zwar müssen wir hier dran vorbei. Okay, eigentlich muss man ganz außen rumrennen, aber hier kann man natürlich auch lang, weil es eigentlich schneller geht. Und dann hier rein. Seht ihr, da oben ist die Küche. Hier sind wir, also damit ihr ungefähr wisst, wo ich jetzt bin. Gut, hier drin ist auch noch Partyspaß. Wow, ein riesiges Bett. Und wir können hier das direkt aufschlagen. Und da ist Windgartengalaxie. Oh Mann, ich glaube, dieses Level hatte den besten Soundtrack im ganzen Spiel. Den allerbesten. Es klingt wunderschön, ihr müsst euch das anhören. Der Himmel, der Wind und der Hase. Ich glaube, ich werde erstmal gar nichts sagen. Einfach nur, damit ihr einfach mal euch reinhören könnt. Also kurz Gameplay ohne Let's Play. Das müsst ihr jetzt kurz streichen. Oh nein, jetzt habe ich die Musik ausgemacht, scheiße. Egal, wird immer Zeit, wieder was zu sagen. Das war jetzt gerade irgendwie die komischste Minute oder komischen zwei Minuten irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das nie gemacht, dass ich wirklich ein Let's Play mache und dann auf einmal gar nichts mehr sage. Das war schon eine komische Situation für mich. Aber was soll's, ihr habt mich jetzt wieder. Und ich hoffe, ihr habt euch schön die Musik angehört, denn das ist wirklich die schönste Musik im Spiel, finde ich jedenfalls. Die ist wirklich wunderbar. Gut, jetzt habe ich natürlich nichts erklärt, aber ich denke mal, vieles erklärt sich von selber. So, hier sind diese Pollen, Blüten oder so. Und wir können dreimal an den drehen, um da hochzukommen. Und danach fallen wir einfach. Und da kann man natürlich auch schnell sterben. Aber jetzt hat sogar schon nach zwei gereicht. Die sind auch überall diese... Wie heißen die? Rocky oder so hießen die? Ich weiß es nicht mal. Die sind auch aus Mario Bros. 3, die Rocky-Schraubenschlüssel oder so, weil die immer Schraubenschlüssel werfen.
Wow, und hier liegen sehr viele Sternteile rum. Die hört man noch alle. Okay, jetzt sterben sie alle nacheinander ab. Wenn man die nicht einsammelt, dann verschwinden die ja irgendwann. Vielleicht kann ich es ja mit dem grünen Ding hier demonstrieren. Der muss irgendwann, ja, seht ihr, irgendwann zerplatzt er einfach. Wo geht's hier weiter? Ach so, ein Schild. Was sagt mir das Schild? Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh auf die Unterseite des Sterns. Na gut. Wieso des Sterns? Kapier ich nicht. Oh. Eine Ranke und das bringt mich... Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Da stirbt man einfach oben, Mann. Ich glaube, ich wurde gerade richtig fett verarscht. Wenigstens darf ich wieder hier anfangen. Das war das schlechteste Leben, was ich mir jemals irgendwo geholt habe. Einfach mal gut. Pech. Tschüss. Gut, hier sind überall Dinger. Okay, bam, direkt auf den gelandet. Und der wird auch noch zerstört. Gut, langsam vertraue ich diesen Ranken nicht mehr. Ich glaube, ich werde den wohl benutzen, aber ich werde erstmal gucken, was da unten so abgeht. Eigentlich nichts, gut. Ich bin zwar misstrauisch, aber na gut, ich benutze es. Gut, so, ich glaube, das ist der einzige Weg, die zu besiegen. Man muss einen Stern draufhauen, weil sonst gehen die einfach automatisch wieder in ihr Häuschen, was das sein soll, einfach zurück. Und dann kann man denen gar nichts mehr. Was haben wir auf der anderen Seite? Was ist das? Noch eine Ranke? Okay, wir nehmen die Ranke. Seht ihr, wenn ich jetzt dahin gehe, dann verschwindet der immer, weil er so ein Frechdachs ist halt. Was ist das? Achso, eine Münze ist das. Gut. Habe ich gerade nicht erkannt. Jetzt lande ich hier direkt vor dem Typen. Au. Sollen das. Gut, ich glaube, ich bin auch schon fast da. Ist hier eine Münze vielleicht drin für mich? Ja. Wunderbar. Und weiter geht's. Wir landen jetzt auf diesem quadratischen Planeten hier. Ich glaube, ich muss hier irgendwie was machen. Ja, das klingt gut. Okay, ich muss nämlich Hasen fangen. Oder einen Hasen. Oder mehrere Hasen. Glaubst du, kannst nicht fangen? Okay, ich muss einen Hasen fangen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Was? Der geht einfach durch den Busch durch. Das kann ich nicht. Jetzt geht der da hoch. Oh Mann, der kann ja doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Aber wenn ich dranbleibe, dann habe ich ihn eigentlich irgendwann. Okay, jetzt geht der da runter. Oh, hier ist ein Durchgang. Gut, was jetzt da oben? Okay, warte mal, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, glaube ich. Scheiße, okay, der Hand kommt mir gerade voll. Warte, wenn ich solche Sprünge mache, dann kriege ich den doch eigentlich locker, oder? Nein, scheiße. Nein, er haut mir ab. Ey, Mann, wie ich das verspottet habe, wie einfach das ist. Und dann ist das eigentlich gar nicht so einfach. Aber jetzt habe ich... Ne, jetzt macht er so dicke Sprünge, was soll denn das? Und dann geht der da lang. Einfach mal durch die Wände durch. Richtiger Hacker ist das. Autsch. Fuck. Okay, ich glaube, hier sitze ich noch ganz schön lange dran. Wo, jetzt hatte ich ihn eigentlich fast. Nein, jetzt... Okay, jetzt habe ich ihn. Wow, okay. Ich glaube, den habe ich mir diesmal wirklich verdient. Und der ist direkt über mir. Also nicht über mir, sondern bei mir. Ich dachte, jetzt würde er auf der anderen Seite von irgendwo landen. Man muss nur einen halben Kilometer weiter rennen, aber... Das ist eigentlich schon ganz sozial.